So, erzählen Sie mal, was ist Ihnen denn passiert? Also, ich sollte eigentlich am Mittwoch zum Donnerstag letzte Woche sollte ich nach Hamburg fahren mit dem Nightjet. Und zwar, weil ich da einen dringenden Termin in der Klinik hatte. Und da hatte das nicht funktioniert, weil dieses Multifunktionsabteil vom Liegewagen nicht funktioniert hat oder beziehungsweise das Abteil durch das Zugbegleitpersonal von der US-Firma, also was die Nightjet-Züge fahren, das als Dienstabteil missbraucht hat. Daraufhin ist dann die Security-Firma von der ÖBB mit mir zum Kundenservice gegangen, irgendwas zum Kundenreisezentrum und hat mir dann die Umbuchung gemacht und ich bekam dann einen Hotelgutschein. Am nächsten Tag wurde ich dann natürlich wieder umgebucht auf Richtung Zürich und dann in Richtung Berlin. Gab es das nächste Problem in dem Nightjet 409, das ist dieser Zug, der was von Zürich nach Berlin fährt, war wieder das Abteil zwar in Ordnung, aber das Multifunktionstoilette von Rollstuhlfahrer war wieder mal defekt. Daraufhin musste ich wieder ausgeladen werden. Dann bin ich wieder ins Hotel gekommen. Nächsten Tag hat man mich dann versucht, wieder in Richtung mit Heimat zu schicken. Termin musste ich natürlich absagen dadurch. Und aus dem Grund hat man mich trotzdem nach Hamburg geschickt. Dann habe ich mir ein neues Ticket gekauft. Dieses neue Ticket ging dann durch nach Hamburg. Von Hamburg aus ging das neue Ticket in Richtung Innsbruck. Wollte aber in München aussteigen, dass ich dann mit den Nahverkehrszügen in Richtung Heimat fahren konnte, in meine Heimatstadt. Hat wieder nicht funktioniert, das Multifunktionsabteil war wieder mal defekt. Dann hat man mich nach Wien geschickt, wo ich dann am Sonntag früh um 9.14 Uhr ankam. Daraufhin hat man mich nochmal umgebucht, bin dann den gleichen Tag in Richtung nach Innsbruck geschickt worden. Von Innsbruck sollte ich dann mit diesem Nightjet 40-420 nach Richtung Hamburg wieder fahren. Von dort aus hat man mir versucht zu erklären, dass dieser Wagen ausgetauscht wird, weil der Wagen auf der Hinfahrt von Hamburg nach Innsbruck kaputt war. Es hat wieder nicht funktioniert. Der Mitarbeiter, was auch der Zugchef persönlich war, hat mir am Kopf geschmissen, ihn interessiert es nicht, was mit diesem Wagen ist. Das heißt, ich soll mich zum Teufel scheren. Daraufhin hat dann die andere Zugbegleiterin, die was in Amsterdam gefahren war, was der Zugteil mit war, hat mich dann einen Hotelgutschein mit Rücksprache der Firma gegeben. Daraufhin bin ich dann in das Ibis Hotel. Nächsten Tag hat mich die ÖBB dann wieder mit dem Rejet in Richtung Wien geschickt. Hat mir dann die Umbuchung gemacht auf den gestrigen Tag in Richtung Hamburg. Das Abteil, ich war schon in diesem Wagen drin, dieses Abteil war wieder nicht funktionstüchtig. Hat man mich wieder ausgeladen, wieder ins Hotel. Bin wieder umgebucht worden auf den heutigen Tag, wieder von Wien nach Zürich, von Zürich in Richtung Hamburg und von Hamburg dann mit dem ICE nach Halle, dass ich endlich nach Hause komme. Das Problem ist, sollte es heute Abend wieder der gleiche Fall sein, dass die Nightjet-Firma oder die US mich nicht wieder mitnehmen kann, werde ich dann der ÖBB sagen, da sollen die mir ein Flugticket ausstellen, dass ich endlich nach Hause komme, weil ich kann dann nicht mehr mit den Zügen fahren. Und es geht aber auch schon seit vor Ostern ist mir das passiert. Es ist angeblich von der ÖBB gemeldet worden, beziehungsweise von der US, und jeder schiebt sich gegenseitig die Schuld ein. So geht es nicht weiter und ich kriege immer wieder blöde Antworten von verschiedenen Kollegen von der US. Und es ging jetzt auch an die ganz große Stelle von der ÖBB und auch an die US, an den Herrn Moser, das ist der Chef von der US. Wie fühlt man sich da, wenn man rumgeschubst wird? Ja, ich fühle mich absolut diskriminiert. Ich sitze schon seit langem im Rollstuhl, weil ich habe einen schweren Verkehrsunfall damals gehabt, wo ich als beruflich in Südostasien war und da ist ja auch meine Frau umgekommen und ich fühle mich eigentlich diskriminiert. Ich spreche nicht nur für mich allein, ich spreche für alle Rollstuhlfahrer bzw. mobilitätseingeschränkten Personen, die gegebenenfalls in so einer Situation kommen können, weil diese Züge einfach nicht gut geeignet sind für diese Sachen. Es wollte ich jetzt die ÖBB, die Leute sich mit mir zusammensetzen, beziehungsweise die wollen sich auch, die Nightjet-Firma will sich auch mit mir in Verbindung setzen, dass wir einen dringenden Termin vereinbaren, dass wir uns zusammensetzen an einen Tisch. Und mir wäre es lieb und mir wäre es auch sehr recht, wenn einer von Ihrer Redaktion oder auch ein Fotograf dabei wäre oder beziehungsweise ein Team von euch dabei wäre, dass wir da endlich mal Klarheit haben, dass es aufhören muss. Es geht nicht nur bei euch, aber es geht auch in Deutschland so. In Deutschland ist genauso diese Situation, dass Züge kaputt sind, dass man nicht mitfahren kann. Aber es ist eine andere Geschichte. Mir geht es jetzt darum, dass die Nightjet-Firma endlich mal aufwachen muss. Die müssen das weitergeben. Ich bin gespannt, wie die neue Garnitur wird, ob es da auch diese Riesenprobleme gibt. Man hofft es nicht, aber wir werden es sehen, wie es in der Zukunft wird. Sie wollen ja auch schon mit der ÖBB sprechen. Was hat man Ihnen da gesagt? Ich war heute im Konzern unten am Empfang. Ich habe gefragt, wie es aussieht, ob ich schon mal jemanden von der Pressestelle sprechen kann, weil mir gesagt worden ist vom Kundenservice, dass die Pressestelle schon die Information bekam.
Und ich kriege zur Antwort dann, die Pressestelle will nicht mit mir sprechen. Die will nur sprechen, wenn eine Redakteurin dabei ist, beziehungsweise jemand von der Zeitung bzw. vom Fernsehen dabei ist. Also mit Ihnen wollte man nicht sprechen? Nein, die wollen nicht mit mir persönlich sprechen, sondern da muss jemand als Redakteur oder als Journalist dabei sein.